Ich weiß, so ein Fotobuch ist nicht das typischste Geschenk zum Jahrestag. Guck mal, das Foto hier auf der ersten Seite. Verdammt, 10 Jahre ist das Foto schon alt. Ich weiß ehrlich nicht warum, aber ich musste dich einfach fotografieren. Du hattest ungelogen das hübscheste Lächeln, welches ich jemals gesehen habe. Ich weiß noch, ich meinte damals zu Toben, dass das endlich die eine sein wird. Ey, und als du dann noch zu mir gekommen bist und mit mir reden wolltest, ich wusste ehrlich nicht, was ich sagen sollte. Ich war so froh, dass Janine kam und uns zum Bierpong-Spielen zwang. Das war bis heute, glaube ich, die schlechteste Bierpong-Runde meines Lebens. Du hast mir noch am gleichen Abend auf Instagram gefolgt, also muss es ja irgendwie gereicht haben. Ich sag's dir ehrlich, ich hätte in diesem Moment nie gedacht, dass wir schon 3 Wochen später unser erstes Date hätten. Dieses Restaurant hat mir Toben damals vorgeschlagen. Der hat sich zweimal über mein Date-Life lustig gemacht, meinte aber, dass falls ich mal ein Mädchen kennenlernen sollte, ich mit ihr hierhin gehen soll. Ja, und das Blöde war, ich wusste nicht, dass es ein Burgerladen ist. Es tut mir wirklich bis heute leid, was für eine Sauerei ich veranstaltet habe. Aber ich schaffe es wirklich nie, diese Dinger normal zu essen. Und auch wenn ich das erst nicht mit Humor genommen habe, hat es irgendwie Klick gemacht. Ich habe da gemerkt, dass ich einfach ich sein kann und du mich nicht abstoßend oder sonderbar findest. Und auch wenn du mir das vielleicht nicht angemerkt hast, dein Lachen hat mich einfach nur beruhigt. Weil ich mir sicher war, dass du irgendwie anders bist, wollte ich was riskieren. Also habe ich meinen Mut zusammengenommen und dich beim zweiten Date gefragt, ob du mit mir Gras rauchen willst. Auch hier muss ich was gestehen. Das war für mich das erste Mal high sein. Ja, und das mit dir zu teilen, das war einfach eine krasse Erfahrung. Wir kannten uns seit 2 Wochen und schon ließen wir uns Arm in Arm auf die Wiese fallen und genießten den Moment. Da lagen wir nun. Ich habe so oft zu Toben gesagt, dass ich lieber auf die perfekte Frau warte, statt die falsche direkt zu nehmen. Denn es kommt nicht darauf an, wie lange man wartet, sondern auf wen. Ja, und in meinem Fall warst du es. Und genau das wurde mir in dieser Sekunde klar. Ich weiß jetzt nicht, ob ich richtig liege, da musst du mir vielleicht ein wenig weiterhelfen, aber ich glaube, es waren so 2 bis 3 Wochen, nachdem wir offiziell zusammen waren, als du mich deinen Freunden vorgestellt hattest. Ich fand's echt cool. Dadurch, dass Toben mit durfte, war der Anfang nicht so unangenehm wie gedacht. Ich konnte mich gut mit ihm unterhalten, bis eine deiner Freundinnen zu mir kam. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob's Lisa oder Janine war, die hat mich irgendwie nach meinem Sternzeichen gefragt. Lisa war die unbedingt wissen wollte, ob unsere Sternzeichen zusammenpassen. Stimmt. Ob die Verrückte noch mit Dominik zusammen ist, egal. Sie war, glaube ich, einfach die Erste, mit der ich geredet hatte. Ja, war schon witzig mit Lisa, aber viel konnte ich mit ihr dann auch nicht reden, weil genau in diesem Moment Carlo bei dir war. Ich weiß, du widersprichst mir, aber der Junge würde sich heute noch an dich ranmachen. Und du bist da nicht ganz unschuldig.
Du hingst förmlich an ihm und deine Blicke, wirklich kein Wunder, dass dieses arrogante Arschloch sich eine Chance erhofft hatte. Ich musste einfach dazwischen gehen. Ich bereue diesen Streit sehr. Auch wenn er nicht heftig war, aber mein Kragen ist einfach geplatzt. Ich hatte einfach nur das Gefühl, ich wäre einer von vielen. Dass du mit deiner Art jeden haben könntest und mich ersetzen würdest, wenn ich nicht mehr gut genug oder zu langweilig gewesen wäre. Ja, das wurde mir in diesem Moment klar. Ich war einfach nur enttäuscht von dir und ziemlich verunsichert. Ich weiß nicht, was Janine zu dir meinte, aber Tom hat mir erstmal eine Ansage gemacht. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, ich will jetzt wirklich kein zu gutes Gefühl geben, aber ich finde, es hat mir geholfen, etwas auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Ja, dieses Foto hier, das habe ich mir auch noch Monate später angeguckt. Erst recht, als du wegen deinem Studium nach München ziehen musstest. Klar, ich war stolz, dass du das Sportstipendium bekommen hast, aber eine Fernbeziehung konnte ich mir halt irgendwie nur schwer vorstellen. Wir waren mittlerweile 2 Jahre zusammen. Ich kannte kein anderes Leben als das mit dir. Mir war klar, dass du in der Zeit, als du mir nicht geschrieben hast, mit deinen Kommilitonen feiern gegangen bist. Mir war auch klar, dass du mit deiner Art den einen oder anderen Typen zum Drink ausgeben verführt hast. Ich konnte davon ausgehen, dass du mir nicht fremd gehst. Aber sicher war ich mir nicht. Und genau dieser Gedanke hat mich auf diese absurde Idee gebracht, dich damals zu besuchen. Du dachtest bestimmt, ich habe das Ganze auswendig gelernt, aber das stimmt nicht. Ich weiß, das klingt jetzt wirklich sehr klischeehaft, aber als du dann die Tür aufgemacht hast, da sprach mein Herz. Und das, was ich damals gesagt habe, genau das würde ich heute genauso sagen. In jedem Moment, denn mir war in diesem Moment klar, dass du einfach der Mensch bist, ohne den ich einfach nicht leben will. Ich will nicht nur in unserer Jugend mit dir Spaß haben, ich will in den 30ern mit dir in Burgerbuden Faxen machen. Ich will in unseren 50ern Partys mit unseren Freunden veranstalten. Ich will, weiß Gott, wenn wir dann noch leben sollten, mit 80 noch einen durchziehen mit dir. Ich will unseren Kindern, unseren Enkelkindern vielleicht sogar schon davon erzählen. Ich will einfach mein Leben mit dir verbringen. Und ich will dich fragen, willst du das auch? Und willst du mich heiraten? Auch wenn ich nur eine Nacht bei dir war, ungelogen, das war die atemberaubendste Nacht, die ich je hatte. Denn auch ohne Bild muss ich mit dir über diese eine Sache reden. Schon seit Jahren wollte ich dich fragen, was eigentlich damals im Winter passiert ist. Ich selbst weiß wirklich nicht, was der Grund war. Wir beide waren ja an dem Tag nur gereizt. Wir wollten ja eigentlich nur unsere Verlobung nochmal in der Heimat feiern, so zu zweit. Wir wollten doch nur noch einmal wie früher sein. Wir waren kein Team mehr. Wir wollten zwar so wie früher sein, aber unser kindisches Verhalten hat uns auseinandergerissen. Ist das dein verdammter Ernst? Das ist mein Ernst. Ja, was lachst du so? Darf ich jetzt nicht mehr lachen, oder wie? Ja, nicht mit so einem doofen Grinsen. Okay, alles klar. Also darf ich nicht mehr lachen? Ach, wenn du wüsstest. Was weiß ich? Ach, fick dich doch. Ah, ich soll mich ficken, weißt du was? Ganz ehrlich, nee. Okay, dann halt nicht. Aber obwohl du die Wohnung verlassen hast, war ich mir sicher, dass wir wieder zusammenkommen werden. Denn manchmal muss man von einem Menschen, den man liebt, getrennt sein. Aber das heißt nicht, dass man diese Person weniger liebt. Manchmal liebst du sie dann sogar noch mehr.